Weiter geht's, ne? Ich habe mir gerade so gedacht schon, nicht. Also ich will ja jetzt keine Höhenflüge kriegen oder so. Aber wenn zum Beispiel, wenn jetzt in den Niederlanden es wieder gut laufen sollte, obwohl wenn ich mir die Strecke angucke, wird das nicht so einfach. Und wir wieder ein Top-Ergebnis erzielen, würde ich sagen, können wir dann vielleicht die KI nicht gleich um 10 Punkte hochschrauben, aber vielleicht so 3, 4 oder 5. Muss man dann mal gucken. Muss man dann einfach mal gucken. Leute, wir gehen zum Rennwochenende. Ab in die Niederlande. Ich freue mich. Ich freue mich. Macke, ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo. Ach, schön. Guck mal. Da guck mal. Ey, ich freue mich so richtig. Ich freue mich so richtig. Dass ich wirklich so aus diesen ersten Rennen, wo ich so viele Fehler gemacht habe, dass man das da jetzt so ein bisschen verinnerlicht hat. Ah, das mit dem Benzin, da habe ich jetzt schon ein bisschen Schiss gehabt, ne? Also, um mal gut zu wissen, dass jetzt hier wegen dem Benzin gemischt ist, schon wieder unsere Lernkurve, wow. So, gucken wir uns erstmal an hier, Wetterprognose und so ein Scheiß. Qualifying. Ist da ein Regen? Okay. Alles klar. Leute, wir gehen ins Training. Bin ich gespannt auf die Strecke. Vielleicht sollte ich erstmal gleich... Ich fahre lieber mit mehr Benzin, aber dafür dann auf Fetteinstellung beim Gemisch. Auch eine gute Taktik, David. Auch eine gute Taktik. Hat man kaum gemerkt, dass du Schiss hattest. Ja, ich muss ja hier nicht schauspielern. Ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst. Ich habe ja mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Ich mache gleich mal, wir haben gutes Wetter. Gleich mal hier, Frage, was meinst du, was macht Ferrari mit Vettel? Macke, mein Guter, ganz kurz für dich, weil du scheinst hier neu zu sein. Ganz kurz zur Erklärung. Ich habe von Formel 1 absolut keine Ahnung. Ich habe übelst Bock, dieses Spiel zu spielen. Und ihr, der Stream, ihr seid wirklich diejenigen, die mich da so ein bisschen auf Kurs bringen, was die Regeln angeht, was Setup und so weiter angeht. Deshalb wundert dich nicht. Ich habe jetzt so von dem Sport, von dem Rennsport Formel 1, also ich wirklich keine Ahnung. Ne? Es geht also mir gut, wirklich, ich habe aufs Game. Aufs Game habe ich einfach Bock. Es gibt viele starke Wölbungen und Höhenunterschiede, also sei vorsichtig, vor allem auf kalten Reifen. Kurve 12 ist ziemlich eng und kann dich auf dem falschen Fuß erwischen, also schön früh einlenken. Ich fahre mal direkt die Strecken. Akklimatisierung. Gleich mal so reinkommen, ein bisschen sachter angehen. Wir haben schönes Wetter. Wir haben neue Frontflügelkappen waren gewesen, ne? Aerodynamisch sollte das ein kleines bisschen besser laufen. Und wenn es nur ein Tick ist. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Viel Glück. Auf jeden Fall eine kurvenreichere Strecke. So, jetzt so wirklich ein bisschen Suche hier. Alter, von der Lenkung her. Oh, scheiße. Von der Lenkung her. Irgendwie was ganz anderes gerade. Oh, scheiße. Okay, Leute, ich bin das erste Mal auf dem Kurs. Okay. Genau dafür ist dieses Training. Man kann hier mal gleich alles perfekt machen. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh. Hab ich mich erschrocken. Never.
Du verrückter Typ. Haut jetzt 3 Euro raus. Ich hab mich so mega erschrocken. Ey, im Rennen dürft ihr sowas nicht machen. Never, mein Guter. Ich danke dir. Ich danke, ich hab mich so erschrocken. Meine Güte. Schreck lass nach. In diesen Kurven scheinen wir noch etwas zu langsam zu sein. Kurve 6, Kurve 7, Kurve 8, Kurve 9. Okay, wenigstens hat er diesmal nie die ganze Strecke aufgezählt. Ist auf jeden Fall ein Kurs, Holla die Waldfee. Hä, ich war doch drin. Was ich nicht vergessen darf, meine Komponenten dann auszutauschen. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Scheiße, war ich zu langsam. Ich war einfach zu langsam. Boah, scheiße. Okay. Das ist wirklich so mein Problem hier, die Ecke. Die Ecke ist wirklich mein Problem. Hier läuft's dann. Programm abgeschlossen. Programm abgeschlossen. Wir können mit. Okay. Okay. Ja, da freut ihr euch, dass ich mich so erschrocken hab, ne? Twisten ist wieder zurück, WB. So, was sollen wir denn eigentlich machen? Fahre 3 durchgehend schnelle Runden. Schließe eine komplette Runde mit besonders wenig Benzin ab. Absolviere eine Runde mit mindestens 2 verschiedenen Boliden-Einstellungen während einer Trainingssession. Okay, das können wir gleich machen. Erreiche eine optimale Zeit. Auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Machen wir nur ERS-Management. Ist für mich auch immer irgendwie ganz cool. Ah, ich bin mit der Strecke noch nicht grün. Alles andere als grün. Also. Bei diesem Programm geht es um ERS-Management. Dein Ziel ist es, die Batterie im Laufe einer Runde effizient einzusetzen, um die Zielzeit zu erreichen. Mit der Überholtaste wird die Batterie schnell geleert, aber dafür sorgt sie für maximale Leistung. Ich würde auch sagen, so im Laufe eines Trainings, um ganz einfach unsere Reifen vielleicht ein bisschen zu schonen.
dass man halt einfach die zu viel macht. Ich weiß so nicht, wie man... Die Strecke ist nicht ohne. Da muss ich mich dann echt höllisch konzentrieren, ey. Puh. Ist jetzt halt nie aufgepasst. Aber never, ich habe ja jetzt gelernt von meinem Kumpel Stefan, dass du eigentlich Flo heißt. Deshalb versuche ich mir das einzuprägen, dass du der gute Flo bist. Die Ecke hier ist gemeine irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich komme langsam rin. Ich komme langsam rin in die Strecke. Aber ist, würde ich fast sagen, von den Strecken, die wir bis jetzt gefahren sind, echt mit die schwierigste. Die Kurve im Regen fahren, oder mit abgenutzten Reifen, na holla die Waldfee. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Okay. Okay. So, wie viel Zeit haben wir noch? 13 Minuten, ne? Ja, mit zwei verschiedenen Boliden-Einstellungen. Fahr hier mal noch Rennstrecke hier. Ich habe das Gefühl, man ist gerade so im Flow. Sorge für ein paar konstante Rundenzeiten. Wir benötigen brauchbare Daten, damit wir die Rennstrategie ausarbeiten können.
War ein kleiner Drift. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Das Ding ist nur, wenn du wirklich diese Rennstrategie-Kacke hier machst, ist natürlich eine ordentliche Anzahl, vor allem wegen unseren Komponenten, was wir da den Verschleiß halt hochdonnern, als auch die Reifen und was weiß ich nicht alles. Diese Kurven da, ey. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Okay. So, wollen wir in der letzten Runde doch nochmal richtig ihn aufs Parkett legen hier. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal.
Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Okay. Okay. Und ich finde, dass meine Ben & Jerry's Eis auf mich wartet. Oh, sehr gut. Oh mein Gott, Christian, du musst mal einen Stream machen, wo wir Vorschläge und kreative Ideen einbringen zu Emojis. Ja, könnte man machen. Cookies and Cream. Lieber im Training so ein Dreher, als später dann im Rennen. Laluten, du sagst es. So, das Training scheint dann jetzt auch vorbei zu sein hier, ja. Können wir gerne hier rüber wechseln. Okay. Ich muss nur dran denken, dass ich vor dem Qualifying dann die Komponenten dann tausche. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Der Anfänger, Hamilton und Sebastian Vettel. Okay. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action. Müssen wir uns ja auch so merken, jetzt 14er Zeit dann fürs Quali, ne? Wie wir da, auf welchem Platz hast du gewonnen das Rennen? Yes, man! Ich bin Erster geworden! Du ahnst es nicht! Gut. Ja, yes, man. Jetzt sind wir in Holland. Mal sehen, wie es hier so Abi geht. Oder was hier so Abi geht, sagen wir es mal lieber so. Gut. Gehen wir ins nächste Training. Tausche am besten die MGU. Okay. Jetzt ist zu spät. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen können. Nein. Vor dem Qualifying. Ja, alles klar. So, da haben wir gemacht die erste Stufe. Warte mal, was muss ich? Komplette Runde mit wenig Benzin. Naja, toll. Gut. Machen wir mal Qualifying-Tempo, wa? Mal gucken. Natürlich habe ich jetzt hier einen Eiermaler, ne? Mach dir keine Sorgen um die Reifen. Gib einfach alles. Bei diesem Test wollen wir möglichst nah an die Zeiten unserer Konkurrenten herankommen. Hat er mir ausgebremst?
Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Jetzt versuche ich gleich den zweiten Test. Oh. Benzin für eine Runde. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Jetzt bleib doch mal ruhig. Lass mich doch noch mal meine Zeit fahren. Runde lag bei 1 Minute 14. Sehr gut. Sehr gut. So. Ich bin gerade am Überlegen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,14,4. Ich würde das gern nochmal machen. Ich bin auch dafür. Will das nochmal? Moin Moin, gibt's morgen einen Stream? Warum fragst du das jetzt, Tim? Geht's nicht erstmal ums Hier und Jetzt? Aber bestimmt gibt's morgen einen. Und hallo, Tim. Schön, dass du da bist, mein Guter. Oh, jetzt hat er mich hier so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das Stück Mist. Ah, ist egal. Ist egal. Es geht nochmal ums Verfeinern. Bei den folgenden Kurven scheinst du noch ein paar Probleme zu haben. Kurve 7. Eigentlich nur Kurve 7. Okay. Man darf halt Uni zu langsam, aber Uni zu schnell. Ja, genau das wenig nämlich. Junge, Junge, Christian. Ich glaube, das ist nicht gut, dieses Streckenakklimatisierung dann nochmal am Ende zu machen, weil du hast dann eigentlich so dein Flow drinne schon für die Strecke und das könnte eben dann eventuell dann seine Routine wieder ein bisschen rausbringen und das ist eigentlich eher scheiße. Genau das meine ich. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Ach was. Ah!
Immer wieder, ne? Weil ich diese Kurve echt anders fahre. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Scheiße! Scheiße! Da habe ich jetzt aber mal komplett gerade... Ach komm. Nee, nee, ich... Das bringt mich jetzt eher raus. Aber das Programm trotzdem abgeschlossen. So Leute, ich lege jetzt noch ein bisschen hin. Schönen Tag euch und Christian. Du wirst du den Showdown reinstreamen? Weiß ich noch nicht genau, Twisten. Aber Bock hätte ich schon. Muss ich sehen. Ich glaube gar nicht, wie abgenutzt mein Pad hier ist. Ich muss mir mal, muss dann mal wechseln. Mal hier diese scheiß Kappen hier. Warte mal. Kriege ich die hier einfach so runter? Ja. Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Gut. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktions... Leute, ich spring zum dritten Training. Ach, du hast morgen Geburtstag, Tim. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Alle Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei besten. Ins 14. Der Anfänger, Leclerc und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ins 14. Also wissen wir fürs Qualifying, ne? So ins 14er Zeit. Geht bestimmt noch eine Sekunde mehr. Erstmal so ein drittes Training, Yes Man. Aber dann. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier noch was mache. Oder ob ich jetzt direkt reingehe. Es geht ja auch um die Ressourcenpunkte, ne? Am besten so Rennstrategie und Qualifying-Tempo, ne? Das halt wirklich. Ich würde auch... Mache ich nochmal das Rennstrategie, dass man nochmal so richtig schön rinkommt. Also ja, wieder 5 Runden, ne? Geschätzte beste Rundenzeit, Tempo, Ziel, dritter. Ich mach das nochmal. Ich mach das nochmal. Und danach mache ich Qualifying. Linus, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
Scheiße. Da wollte ich ein bisschen viel gerade. Genauso wie hier. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Gibt's keine neue Aufgabe? Okay. 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 Frontflügel hat einen Schaden, okay. Ja, ich verstehe. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Geschätzte Quali-Position Erster. Ich will. Wir sind drinne. Vom Quali-Komponenten tauschen. Es wird Zeit, noch einmal eine. Ah, das kann ich noch machen. Bestplatzierten zu werfen. Der Anfänger. Das kann ich noch machen. Das kann ich jetzt noch machen.